Könnte aber auch jemand anders sein. Ja, ich bin nur überlegen, wer, wenn das jemand anders ist. Muss ich jetzt Klavier spielen? Nein. Nein, Alter. Ich kann das nicht. Ach, Alter. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ich kann das nicht. Aber was ist denn mit dem Typen? Was ist denn mit dem Typen der Rezeption? Ihr Wodka, Sir. War doch so ein schmieriger Lappen. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Eben. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Also die Frau glaube ich auch nicht, dass es vielleicht die Frau sein könnte. Und er, wie gesagt, auch nicht. Ich weiß nicht, ich bin... Oder vielleicht ist es der eine FBI-Typ, der so ein bisschen rabiat zugeht, den wir ja sowieso weggeschmissen haben, den wir da nicht mögen. Der unser Partner da war, die ganze Zeit jetzt. Vielleicht ist der ja der Origami-Killer. Man weiß es nicht. Sieh an, es gibt etwas Neues. Oh, die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist. Aber wer weiß. Schauen wir uns die doch mal an, würde ich sagen, oder? Analysieren. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Keine Geoanalyse für die Daten. Okay. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Den Wagen kennen wir aber noch gar nicht. Den haben wir noch nie irgendwo gesehen. Also ich bin mir gar nicht sicher. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Also der Wagen ist gestohlen. Auch keine Geoanalyse. Keine Daten dafür. Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Das ist alles so ganz, ganz vage, vage Aussagen.
Es könnte jeder sein, klar. Oh, da wäre noch eine Sache. Hä? Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen, Frau. Sie wissen schon. Der hat auch so Optik. Der schiebt auch immer so komische Optik. Gefährlich. Weil er irgendwie so komisches Zeug nimmt. Es geht los. Tryptokain. Es liegt auf dem Nachttisch. Ich muss nur etwas nehmen. Dann verschwindet der Schmerz. Ich glaube... Ich darf nicht. Das bringt mich um. Ich weiß, ich kann widerstehen. Ich muss mich nur zusammenreißen und mich beschäftigen, bis es vorbei ist. Der Dings? Der Shelby? Nee, ich glaube nicht, dass das der Shelby ist. Weil warum sollte der, wie gesagt, ermitteln? Der wurde ja von Ethan wurde der ja, beauftragt und ermittelt, ja. Und warum sollte er ermitteln und seine eigenen, wie soll ich sagen, seine eigenen Sachen finden und irgendwie, das würde irgendwie gar keinen Sinn machen. Ich versuche mal, das Zeug nicht zu nehmen. Das würde irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Na gut, aber es könnte jeder sein, ne? Geht das auch wieder weg? Nein, Alter, hör auf! Hör auf damit! Beruhig dich! Gott! Beruhig dich! Geh duschen oder so! Kannst du duschen gehen? Uah. Na! Nein! Wach auf! Genau, richtig ab, genau! Kann er nicht irgendwas trinken oder irgendwie? Genau, trink den Schluck. Wie krieg ich das? Uah, Alter! Hallo? Ich würde gerne... Na, da war, warte, da war was. Warte mal. Uah. Na, was macht denn da? Wieso schmeißt das Kissen wieder weg? Na? Hallo? Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Was soll ich denn machen? Warte mal. Kann ich im Badezimmer duschen gehen? Ist das die Lösung des Problems? Gucken wir mal. Eieieiei. Toll, jetzt hat er eine Wunde an der Stirn. Ah. Oh mein Gott. Ich weiß, wer es ist. Es ist Harry Potter. Vor allem er, ich kann mir das bei ihm gar nicht vorstellen. Es wäre. Irgendwie würde es gar keinen Sinn machen. Vor allem, wenn der Killer ja irgendwie so Briefe schreibt und pipapo und ermittelt selber gegen sich selber. Macht gar keinen Sinn. Donnerstag, 11.10 Uhr. Ganz viele Uhren. Kalt duschen hilft immer, ja. Manfred! Ist Manfred hier? Manfred! Huch, was war das denn? Bist du da? Oh, eine Spieluhr. Manfred! Warum wollte mich Charles Kramer im Golfclub wirklich treffen? Warum beunruhigt es ihn, dass ich gegen seinen Sohn ermittle? Was ist denn mit Sie eigentlich? Er hat sich nicht viel verändert. Nur der Staub. Und die Uhren ticken immer weiter. Es war verrückt, sie mitzunehmen. Sie will helfen, aber sie ist nur im Weg. Ich muss später mit ihr reden. Was ist mit Lauren? Vielleicht ist sie ja der Origami-Killer. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Wenn
das nicht. Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Oh mein Gott, ich weiß auch, wer es ist. Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Hm. Wie gesagt, sollte ich irgendwie mitbekommen, dass irgendeiner spoilert, gehe ich beim Chat einfach in den Submode und dann spoilert. Würdest du für mich rangehen, Scott? War klar. Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar. Und dann, mache ich das einfach so. Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Schön, Manfred wiederzusehen. Wie in alten Zeiten. Hm. Also, auf die Freundschaft. Cheers. Bin ein Stammi. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Hm, lass mal sehen. Mal gucken, vielleicht kann er uns ja helfen. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke herholen? Klar, sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Hinter der Theke? Ist das hier? Ah, hier. Weil er da auf in einer anderen Richtung gezeigt. Ich bin sehr verwunderlich, dass der da hinten hingezeigt hat. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Mhm. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden. Oder im Keller. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Also das würde ihn ja schon quasi jetzt nur 2 Minuten. Aus der Nummer rausholen. Denn wenn man jetzt finden würde, dass zum Beispiel der hier, unser Detective, hier repariert hat, seine Schreibmaschine und er wäre der Killer, dann wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Oder sie vielleicht. Checkt sie vielleicht hinter all dem? Weil sie ist auch so ein bisschen so unscheinbar. Massi, hier wird man Stamm, indem man regelmäßig zusieht und ein bisschen was schreibt in den Chat. Dann steigst du im Level auf.
Ausrufezeichen My Rank. So. Der Name des Mörders könnte in Manfreds Büchern stehen. Lauren glaubt, sie hat den Killer bald. Ich fürchte, das wird eine Enttäuschung. Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich sehe lieber mal nach. Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich sehe lieber mal nach. Hallo? Manfred! Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in der Tat bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Sir? Hallo? Bitte was? Oh mein Gott. Wer war das denn? Er ist tot. Oh mein Gott. Ach du heiliger Schrosack. Scott? Oh mein Gott. Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Schumars Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Es könnte halt jeder sein. Irgendwie hätte jeder einen Grund. Ja, das stimmt. Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Aber wer war das? Was tun Sie da? Wenn einer kommt, gibt's Ärger. Das sind Manfreds Bücher. Er hat gerade Besitzer von Royals gesucht. Vergessen Sie es, wir müssen hier raus. Oh Mann. Na. So, was haben wir noch angefasst? Die Lupe, ne, war das noch, oder? Hier die. Na, X. Ja. Erstmal die Fingerabdrücke verwischen. So. Hier die Spieluhr, ne? Müssen wir noch. Genau, die Spieluhr. Die hatte sie ja angefasst gehabt. So, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir müssen weg. Können wir jetzt weg hier? Oder wie ist das? Ah, genau, die Tür müssen wir ja auch noch, ne? Da ist ja irgendwas. So. Können wir jetzt gehen? Na. Wo läuft der immer hin? Warte mal, hier vorne war noch ein Telefon, was wir angefasst haben, ne? Genau. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das Matrix-Telefon. Wie lange dauert das denn noch? Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Das Matrix-Telefon. Gleich ruft Morpheus an. Und fragt uns, ob wir die rote oder die blaue Pille nehmen. Uah, Alter. Was? Das war's. Fertig. Sind alle weg? Ja, lass uns gehen. Ja. Wird schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Genau. Und jetzt raus hier. Nur nicht wieder die Tür anfassen. Jo. Hä? Jetzt sind die doch im Polizeirevier? Das Opfer wurde ermordet, als sie im Laden waren. Nein, was? Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Wir haben nicht genug weggewischt, glaube ich. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und... Oder? Da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort.
hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Ich habe die Figur abgewischt. Also die Spieluhr. Hab ich. Verdammt, ey. Sieh an, Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Der ist mir so ein bisschen suspekt. Du kennst das. Der Typ. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Was gut. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Wo geht's hin? Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Ihr Sohn ist tot, Lauren. Wenn Sie ermordet werden, wird ihn das nicht wieder lebendig machen. Oh Gott. Alter, ist sie verrückt? Die ist bestimmt der Killer. So wie ich schon gedacht habe. Wenn sie mir nicht helfen, den Mistkerl zu finden, dann mache ich es alleine. Kann es sein, dass die Scheibenwischer überhaupt nichts bringen? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nie mitnehmen dürfen. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Dann mach das. Lauren! Fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Ai.